In diesem Video zeige ich dir, wie du jede Runde im MWZ einfach den besten Loot hast. Und zwar handelt es sich hierbei um den Grabstein-Glitch, der momentan den 25. Dezember 2023 noch funktioniert. Folge mir für mehr Tipps und Tricks. Folgende Voraussetzungen. Erstens, ein großer Rucksack. Zweitens, Grabstein-Perk, den du entweder direkt dank Herstellung mitnimmst oder ihn später kaufst bzw. findest. Drittens, guten Loot, den du vervielfachen willst, direkt am Anfang in den Rucksack legen. Hast du deinen Rucksack vollgepackt, startest du die Runde und machst die kompletten 45 Minuten lang Aufträge, sparst somit Geld an, damit du für die nächsten Male immer was Gutes drin hast. Natürlich kannst du auch im Chat an Kohle fragen oder hoffst, dass jemand von sich aus Geld anbietet. Hast du den Perk Intus, lässt du dich einfach von einem Zombie töten und stirbst. Ich für meinen Teil sterbe gerne in der orangenen Zone, wieso erfährst du später. Ich blute dann zu Ende aus, ohne aufzugeben und verlasse dann ganz normal das Spiel. Jetzt startest du wieder eine neue Runde und begibst dich zu deinem Grabstein. Öffne den Grabstein, nimm nur die angesammelte Kohle und lauf zum Shop in der roten Zone. Lass dich aber auf keinen Fall töten, sonst ist dein Grabstein weg. In diesem kaufst du dann einen großen Rucksack, eine Dreierweste und eine Juggernaut-Abschussserie für je 10.000. Ebenfalls solltest du auch für 5.000 eine Selbstwiederbelebung kaufen. Hast du dies getan, läufst du wieder zu deinem Grabstein. Natürlich kannst du auch vor dem Sterben die Sache in deinen Rucksack legen, damit du diese dann nicht kaufen brauchst, aber erstens hast du dadurch automatisch 35.000 weniger Essenz, logisch, und zweitens habe ich persönlich lieber mehr Loot als Rucksack etc. im Grabstein. Das bleibt aber dir überlassen. Nun packst du alle Sachen aus deinem Grabstein in deinen Rucksack ein und exfiltrierst in der orangenen Zone mit einer der Mission-Exfils, wie zum Beispiel Schlechtes Signal, die sich neben dem Äthersturm befindet. Dort wartest du, bis die Spirale durch ist, danach wird das Bild kurz schwarz. Sobald das passiert ist, schließt du das Spiel vollständig. Auf dem PC mit Alt F4 und auf der PlayStation mit der PS-Taste und Spiel schließen. Starte wieder das Spiel. Nun siehst du alle Sachen, die in deinem Grabstein waren, in deinem Rucksack und kannst die durch die Tauschen-Auswahl in deinem Lager platzieren. Fang eine neue Runde an und wenn du alles richtig gemacht hast, ist der Grabstein wieder da, wo er zuletzt war. Begib dich dahin, nimm dein Zeug und spiele deine Runde weiter oder exfiltriere, um ein wenig Loot anzusammeln. Aber unbedingt wieder so wie zuvor auch mit Spiel schließen etc. Ab da musst du immer auf diese Art das Spiel beenden, sonst ist dein Grabstein weg. Folge mir für mehr Tipps und Tricks. Danke fürs Zuschauen.